Hallo, herzlich willkommen zu unserer vierten Folge unserer Porsche Moments Reihe. Wir sind im Herzen von Weissach von der Porsche Entwicklung auf dem Porsche Prüfgelände. Wir sind bei den goldenen 80s und es geht um ein Fahrzeug, das Le Mans dominiert hat wie kein anderes Fahrzeug zuvor. 6 Gesamtsiege in Folge zwischen 1982 und 1987. Und 1987, um dieses Jahr geht es heute, das ist ein ganz besonderes Jahr. Servus, mein Lieber! Servus, Sticky! Alles klar? Du! Alte Wurst halt. Super. Super Timing, ich rede von 87. Ja. Und schon bin ich da. Bist du da? Ja, auf Bestellung. Einer der Gesamtsieger von diesem Rennen. Über die Details gehen wir gleich ein. Mhm. Vorstellen brauche ich nicht mehr. Ein riesen Sympathieträger. Ich denke 100% Bekanntheit. Ja, so wie du. Ja, okay, ja. Ich arbeite ja, noch dran. Ne? Wir haben noch einen weiteren ganz besonderen Gast, den du aus der Zeit kennen wirst. Mhm. Und jetzt dann gehen wir mal hin. Auf geht's. Bei ihm würde ich als der Urvater dieses Fahrzeugs bezeichnen. Oh, wer ist er denn da? Hallo! Ja, servus! Ja, so ein Zufall! Ja, servus, das ist ja schön, dass du da bist. Cool. Wir kommen im Doppelpack, wie du siehst. Ja, super. Wir wollen fahren, ne? Wir wollen fahren. Genau. Da müssen wir die Reihenfolge festlegen. Ich sag dir, fang an. Alles klar, machen wir so. Machen wir so. Oder machen ein Spiel. Nee, mit dir spiele ich jetzt nicht mehr. Zahl zwischen 1 und 5. Dann nehme ich die 5. Dann fängst du an. Nee. Okay. Damit legt die Rennstrategie fest. Genau, richtig. Gut, alles klar. Ja, fang an und du darfst auch. Ja. Dann geht's los. Reden wir später über die Details. Ja, alles klar, machen wir. Aber los geht's los. Jetzt ist das schick. Stucki, was sagst du? Was sagst du? Ein hat dir alles warm gefahren, Timo? Jetzt kannst du los. Okay, legen wir los. Jetzt ist Fahrerwechsel. Ja. Ich freue mich. Also, ich glaube, ich hoffe, dass keine Tränen kommen. Ja. Es ist für mich das geilste Rennauto der ganzen Welt. Ja. Danke, Norbert. Also, ich versuch's mal. Jetzt lass mal sieben mal probieren. Alles warm gefallen für dich. Yeah. Okay, es baut sich ein bisschen Druck auf hier. Ne? Nee, gar nicht. Wird genau geschaut, bin mir sicher. Wieder rum, schaut, gell? Ja, schaut, ja, aber hat sich richtig modern angefühlt, super. Also Leistung, Feedback, Abtrieb, top. Ja, Leistung kann man nie genug haben, nee, oder? Absolut. Genau, stimmt auch. Nee, aber das ist einfach immer wieder dieses nach Hause kommen zu dem Auto, was einfach wirklich toll ist. Danke nochmal, Norbert, gell? Gern geschehen. Ja. Ich hab eine geile Zeit gehabt damals. Also, echt so, ja, das ist zweifellos richtig. So, jetzt muss ich ja noch persönliche Anekdote erzählen, weil das ist so das erste Auto, was ich in meiner Kindheit entdeckt habe, ob in Zeitschriften, in Rennzeitschriften oder am Fernsehen. Das waren die Rothmans 962. Deswegen habe ich mit dem Auto schon irgendwo eine persönliche Verbindung. War unheimlich interessant, das Auto zu fahren. Aber jetzt möchte ich natürlich auch Details hören von dem Rennen, von deinem Sieg 1987. Also wie schon gesagt, das ist so ein tolles Auto gewesen. Mhm. Aber wirklich auch, du musst ein Mann sein, das zu fahren. Mhm. Da gab es keine Servolenkung, ein wohl synchronisiertes, aber schwer zu schaltendes Getriebe. Und natürlich gerade in Le Mans, die Länge des Rennens, das war schon eine Herausforderung. Gell? Mhm. Obwohl wir zu dritt gefahren sind, du warst halt wirklich gefordert. Ne? Und gerade bei dem Rennen hier, von dem Auto jetzt 87, das war kein einfaches Rennen, da waren die Jager schon mit dabei. Okay. Und da bin ich mit dem Auto den einmaligen Vierfachstint gefahren. Es hat dann angefangen zu regnen, indem ich angefangen habe. Und da habe ich gewusst, wo es trocken ist, wo es nass ist. Und wie der zweite Stint, normalerweise, wenn du dann wechselst, zu Ende geht, dann kommt der Peter Falk am Funk, sagt er, hör mal Hans, du bist gut unterwegs, du holst den Jaguar auf, könntest vielleicht einen dritten Stint fahren. So, das schaffen wir schon. Gell? Also rein getankt, wieder raus. Ne? Und das war schon relativ heftig. Und dann nach dem halben, dritten Stint wieder der Funk, Hans,
ging vielleicht noch ein vierter Stint, Zeit geht, gell, weil du schaltest alles ab, was um dich herum ist. Aber wie ich dann raus bin, Timo, mir hat alles so wehgetan, das war der Hammer. Also wirklich war da Massage und Pflege, Dr. Lindemann war dann wichtig. Ja. Aber da siehst du mal, wenn du etwas machen willst, dann schaltest du alles anders aus, du tust es einfach. Und das war einfach das Tolle an der Geschichte. Hast du das in Le Mans auch gemerkt, wenn man so in dem Rennen drin ist, dann vergisst man auch alles anders. Alles komplett herum. Du bist so fokussiert, weil du auch so gefordert bist. Ja. Du kannst nicht eine Sekunde an was anders denken, sonst hast du vielleicht einen Unfall. Mhm. Gerade zum Beispiel die hohen Geschwindigkeiten auf der Geraden. Bin, glaube ich, damals gefahren. Du hast mal jetzt noch mal irgendwo rausgefunden. Wie schnell waren wir im Qualifying? Im Qualifying 390. 390, ja. Auf der Landstraße. Das ist also schon heftig. Hast du da auch wahrscheinlich gewandert, oder? Genau, das war ja der große Vorteil von Porsche. Okay. Ich habe ja schon andere Autos zuvor gefahren in Le Mans, wo du auf der Geraden wirklich alle Hände und Füße gebraucht hast, um das Ding auf der Geraden, weil das bombiert ist. Mhm. Der Porsche war ja speziell mit der ganzen Aerodynamik und mit der Aufhörung für Le Mans gemacht, dank dir. Mhm. Und du bist halt dran, mit 350 bist spazieren gefahren. Okay. Das war das Tolle, das war wirklich toll. Und das Witzige war noch, das ist ja eine offizielle Landstraße und da sind diese weißen Mittellinien. Mhm. Und ab 350 war diese unterbrochene Linie eine durchgesungene Linie. Okay. Also, hast gewusst, jetzt geht's da hin. Am Tarot gucken, hast gewusst. Da hast du gewusst, jetzt war 350 erreicht. Schon. Wenn du es heute überlegst, gell. Einfach genial. Muss man mal sagen, das war noch ohne Schikanen, oder? Das ist ja, sicher ohne Schikanen. Ja, genau. Boah, da war der Knick war dann schon auch. Ja, du hast schon zielen müssen. Ja. Aber aus Fahrersicht jetzt, wie seid ihr das Rennen angegangen? Weil das war ja schon zu dritt. Seid ihr dann wirklich bewusst Getriebe schon, Bremse schon? Seid ihr so ins Rennen gegangen? Oder wie war der? Ja, das war sicher der Unterschied zu deinen Le Mans-Einsätzen. Mit den Autos, ich nehme an, ihr seid da wirklich fast immer 100% gefahren. Ja, mit den Autos, gerade mit der Handschaltung, mit allem. Und du warst auf einmal Bremsbeläge wechseln, sparen. Mhm. Ich würde mal sagen, wir sind vielleicht gefahren zu 75-80% mit Einsatz. Gell? Mhm. Wir mussten damals ja auch Benzin sparen. Ja, das war das Hauptpunkt. Richtig, genau. Ja, kannst du vielleicht erklären? Ne? Ja, wir haben für die 24 Stunden 2500 Liter gehabt. Mhm. Und das musste man sich einteilen. Das war also nicht wie bei euch, wo er pro Runde das zugemessen gekriegt hat, sondern wir haben für die 24 Stunden bekommen. Und dann konnte man natürlich überlegen, vielleicht regnet es in der Nacht oder am Sonntag und dann kann man eh nicht schnell fahren, dann spart man. Also können wir jetzt ein bisschen mehr ausgeben. Mhm. Und wenn es dann nicht geregnet hat, dann waren wir natürlich der Blöde. Ja, also man konnte da so ein bisschen jonglieren dahin. Und es gab auch oft den Fall, wo man gesagt hat, halt jetzt aber sparen, so schön es ist, aber wir sind so und so viele Minus. Ja. Und dann musste man halt gucken, wie man da wieder drankommt. Ja, was der Peter Falk und du auch da entwickelt haben, wie spart man den Benzin? Ja. Wenn normalerweise am Ende von der Geraden vielleicht bei 500 Meter bremst, haben wir dann bei 800 Meter schon gelupft, dann haben wir das Ding 300 Meter rollen lassen, dann später gebremst. Ja. Und das bei 6-7 Kurven hast du vor 2 Kilometer weniger Volllastanteil gehabt. Ja. Und ruckzuck hast du was gespart. Ja. Ne? Das hat alles dann mit, aber das Fahrer noch umsetzen müssen. Ne? Das war schon. Aber das habe ich auch noch gelernt vom Roland Kuss mal damals, mit dem reinrollen lassen, dafür später bremsen. Das kommt aus dieser Zeit, weil das einfach. Ja, wir haben das damals in Monza, haben wir mal so einen Versuch gemacht. Da waren wir mit zwei normalen, also Kurzheck und zwei Le Mans-Versionen. Und wir wollten einfach rausfinden, mit wem kann man am meisten Sprit sparen und schnell fahren. Und da kam das eben raus, dass man eben sagt, mit dem Le Mans-Version ist man schneller auf der Geraden, muss aber automatisch früher bremsen, weil man ja schneller ankommt. Ja. Und wenn man aber dann noch ein bisschen früher vom Gas geht, dann ist das eine ewig lange. Und das Kurzheck, da fährt man bis hin, bremst, was weiß ich, 50, 100 Meter später und da gibt man ja mehr Sprit aus. Also das heißt, früher vom Gas gehen, aber dann mit dem Kurzheck möglichst schnell um die Ecke fahren. Ja, das war nicht so einfach. Also da hatten einige Schwierigkeiten. Wir haben gesagt, das geht aus dem Rhythmus. Ich kann nicht früh vom Gas gehen, aber dann so schnell wie möglich um die Kurve fahren. Ne? Ja, und so ist das dann entwickelt worden. Ne? Habt ihr eigentlich einen Spritverbrauch pro Runde gehabt? Oder wie habt ihr das denn... Er hatte eine Anzeige gehabt, Anzeige, richtig. Okay, okay. Und da hat er, glaube ich, dann noch eine Tabelle ans Lenkrad gekriegt, jawohl. Wie viele Runden, was die Anzeige zeigen sollte. Okay. 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 Peter, ich bin im Minus. Sparen, sparen! Naja, insofern konnte der Fahrer schon, wir selber haben es gar nicht gesehen, wir wussten, es war am Fahrer überlegen. Ja, wir haben nur am Schluss gesehen, der kommt planmäßig oder er kommt eine Runde zu früh, na, dann war natürlich alles spät. Das war ja 87, war ja auch das Wetter wieder ein großes Thema, weil Le Mans ist ja dann auch durch die 13 Kilometer sehr lange natürlich und dann auch immer wieder... Da war es nass, und bis du das gelernt hast, bis dann der Fahrer neu einsteigt, bis er das weiß, was ist, geht die Zeit verloren und der hat gerade schon Druck gemacht. Ne? Kann man schon sagen, das war schon gut. Ja.
Also ihr habt so zu dem Zeitpunkt habt ihr geführt, weil die zwei von den Jaguars hatten ja auch, glaube ich, früh Probleme. Mhm. Die hatten Probleme, ja. Sie hatten am Anfang geführt, haben dann, glaube ich, von der 5. bis 8. Stunde geführt. Okay. Und dann hat er übernommen und dann sind sie bis Sonntagnachmittag in Front. Ja, aber das ist auch ein ziemlicher Druck, den die haben. Ja. Wenn ich aufholen muss, ist es für meine Begriffe gelöster. Ja. Weil ich habe ein Ziel und auf das muss ich zulaufen. Wenn ich aber vorne fahre, dann muss ich aufpassen, dass der nicht zu nah kommt und dass ich nichts kaputt mache. Du hörst auf jedes Geräusch, da brummst der Wagen und denkt, um Gottes Willen, hoffentlich hält er und so. Gell. Ja. Das ist schon dann die Flagge, schon die Erlösung. Dann, das sage ich mir. Ich glaube, wenn man sich bewusst darauf konzentriert, wie man fahren muss, ist es immer schlechter, wenn man einfach fährt und dann, wie wir vorgesagt haben, einfach drumherum alles vergisst. Und du kennst es ja auch, ne? Ja, ich finde das gigantisch, wenn ich das Ergebnis sehe. Ich habe damit 20 Runden Vorsprung, glaube ich, gewonnen von einem weiteren 9,62. Ja, das war ein, muss ich sagen, es war für uns ein Jahr, was ganz schlecht begonnen hat. Wir hatten drei Einsatzauto und ein Ersatzauto. Für den Fall, dass man irgendwas, es ging damals. Und nachdem er ja der Testfahrer war, hat man gesagt, Junge, kommst nach Weissach, die Autos Probe fahren. Damit es geht, dass man nicht dort mit so Kleinigkeiten anfängt. Ja, und dann irgendwie hat er es geschafft, dass er das eine Auto in die Leitplanke gelassen hat. Da waren es nur, nur noch drei. Naja, okay. Und es war, wenn ich mich richtig erinnere, dem Jochen Maas sein Auto. Also hat der Peter Falk gesagt, als Rennchef, mein lieber Stucki, du hast einen Fehler gemacht. Dein Auto gibst du an den Jochen, dessen du so kaputt gemacht hast. Und du kriegst das Ersatzauto. Fing schon gut an, gell? So, wir gehen nach Le Mans. Erstes Training. Preis Kopp war es, glaube ich. Zweite Auto kaputt. Da waren es nur noch zwei. Also sind wir mit zwei ins Rennen gegangen. Und nach einer Stunde, anderthalb, hatte die Le Mans-Leute hatten wohl die Benzinqualität geändert zwischen Training. Und da haben wir halt nachgetankt, die Tanks voll gemacht. Die Qualität war aber schlechter. Und nach anderthalb Stunden, Jochen Maas, Motorschaden, bumm, das war's. Dann war der Letzte. Der letzte Mohikaner. Unser Rennen war erst zwei Stunden alt oder sowas. Also da ist schon Druck drauf. Ja, klar. Das war ja für euch auch, glaube ich, nicht einfach. Für die drei Fahrer. Klar, du weißt ja nie, was kommt jetzt noch. Wenn der Lauf mal nicht stimmt, dann wird das schon schwierig. Dann musst du dann ja noch vorsichtiger sein, dass er mit zumindest vielleicht noch ein Porsche gewinnt, dass die Chance jetzt neu ist. Gell? Weil warum nimmt man drei Auto mit? Nur plötzlich war es bloß einer. Ne? Das war schon eine stramme Geschichte. Aber haben die gut gemacht. Danke. Und das, was ich noch sagen muss mit dem Fahrzeug, was bewundernswert ist, über diese Ära einfach von 82 bis 87, diese 6 Siege in Folge. Hat ja solche Stärken gehabt. Ich glaube, zum einen das Team natürlich, denke ich, also die Werksmannschaft, aber zum anderen das Auto auch. Also ich kann das vielleicht als teilweise Außenstehender beschreiben. Ich bin ja auch schon für andere Teams gefahren, in Le Mans und andere Rennen. Aber ich habe dann eigentlich, wie ich zu Porsche kommen durfte, gelernt und erfahren, warum Porsche gewinnt. Weil bis dato und was ich jetzt in den letzten Jahren, Jahrzehnten erlebt habe, keiner unterstrichen und ausrufen, so professionell die Vorbereitung von der Konstruktion bis zum Einsatz, bis zum Boxenstopp geplant und durchgeführt wie ihr. Das muss man einfach sagen. Ob das jetzt an einfachen Fahren liegt, in Le Mans Graulhaus, oder ob das Teamwork ist, von den Jungs, die Autos vorbereiten, die Boxenstopp machen, gell, plus meinen Kollegen natürlich, das war einfach 100.000% professionell. Und so gewinnt man Rennen. Perfekt. Ich glaube auch die Leidenschaft, dieses Teamspiel. Es war halt eine wie Familie so ein bisschen. Ja, das muss man sagen, die Porsche-Familie. Aber das hast du auch schon erlebt. Ja, das ist einfach dieser Zusammenhalt. Ich finde es auch super, immerhin das PG noch hier, also das Prüfgelände, so nah direkt, alles zusammen. Und ich glaube, mit einem Punkt, warum es noch ein bisschen familienähnlich war, wir waren relativ wenig Leute. Und es gab also relativ wenig, Routinebesprechung einmal die Woche, dass jeder den gleichen Stand hat und das war's dann. Und ich kann mich erinnern, da hat man im Bürogang oder da in der Werkstatt Entscheidungen getroffen und gesagt, ja, okay, weil da zufällig der Motorermann oder der Konstrukteur war, ja, auch so machen wir's aus. Und den anderen sagen wir dann, was passiert ist. Kurze Wege, ne? So kurze Wege, ja. Das hat's mit ausgemacht, aber wie gesagt, weil wir halt klein waren. So, es interessiert mich natürlich die technische Entwicklung, wie das alles vonstatten ging, denn es gab ja 1982, war am Beginn einer neuen Ära mit dem Gruppe C-Reglement. Ja, es war für Porsche eine wirklich neue Ära. Wir haben diese 17er Rohrrahmen-Thema 1936 hinter uns gelassen, haben das erste Mal uns an einem Monocoque versucht, war dann ganz glücklich
Und der andere große Schritt war die Aerodynamik. Es gab ja damals den Ground-Effekt vom Lines, bekannt mit Schürzen. Allerdings war es hier verboten. Und dann hat man halt im Windkanal mal geübt, wie geht's denn sowas, wie macht man das? Und da hat man dann, ja, wir haben dann innerhalb von ein paar Tagen sind wir drauf gekommen, dass das auch ohne Schürzen viel wirksamer ist. Und man sieht hier sehr schön die Kanäle. Diese Schlitze sind ganz lustig. Wir haben ja einen luftgekühlten Motor, also die Zylinder waren luftgekühlt. Und die Motorenleute hatten Angst, dass der zu heiß läuft. Also durften die Schlitze, mussten die offen sein. Bis wir dann in einem Rennen, der Fitzpatrick in seinem Ding hat das mal geschlossen, da war es nass. Und er hat sich gesagt, mir ist egal, ob der Motor kaputt geht oder nicht. Und er hat das Rennen gewonnen. Daraufhin wurden wir dann auch immer mutiger und haben es dann auch im Rennen wieder berührt. Im Qualifying war es immer zu. Ja, und da sieht man noch die Ausschnitte von der Hinterachslenker. Aber das Wesentliche sieht man diese Luftkanäle, die dann da vorbeigehen. Da fehlt ein Stück, das ist aber, glaube ich, durch die Restaurierung kaputt gegangen. Ja, so sah also diese Sache mit dem Ground-Effekt aus. So, ansonsten ist es halt ein 6-Zylinder-Boxermotor, 5-Gang-Getriebe. Ja, haben wir ja schon gehört, wie schön sich der Schalter lässt synchronisiert. Ja, genau. Muss man aber sehr präzise und langsam schalten. Ja, genau. Nicht wie eine Klauengetriebe, wo du einfach zack, zack, da gerissen hast. Ja, also warst schon, ja, da warst du schon gefordert. Aber dafür hast du das Getriebe auch gehalten. Ne? Ja. Zum Monocoque möchte ich nur sagen, das war auch wieder so, wie wir es vorhin gesagt haben, die Familie. Es hat Monocoque, wir wussten, die anderen machen alle ein Monocoque, können das. Und wir hatten keine Ahnung. Mhm. Und dann haben wir uns also bei Dornier in der Flugzeugfirma mal erkundigt für 2 Stunden, wie geht denn das? Welches Werkzeug muss man haben, welches Material, welche Nieten und so weiter? Und dann sind wir heimgegangen und haben ganz einfach angefangen mit Probekörper. Okay. Und innerhalb von 4 Wochen war das klar. Welcher Nietabstand, welcher Klebstoff, welche Stärke vom Ding. Und dann hat man das erste Monocoque gemacht, hat gesagt, aber das ist nur für Verwindungszwecke. Und das zweite wird dann das Auto. Und so war es dann auch. Und seitdem ist das Monocoque kaum geändert worden. Okay. Ja. Bis später dann halt der 962 mit dem größeren Radstand kam. Aber das war dann eigentlich schon. Das war deutlich steifer als der normale Getriebe. Ja, aber auch einiges steifer. Also ich glaube fast Dreifache. Okay. Weil das Problem war, die bei den Rohrrahmen, das ist ja alles ein bisschen sehr, so viele Rohre kann man gar nicht reintun, dass es rein. Und das ist halt eine massives Monocoque. Ja. Und es war auch notwendig, wenn im Nachhinein, wenn man sieht, man musste ja wegen des Ground-Effekts so viel härtere Federn fahren. Das war ja ein Riesensprung. Ja. Weil sonst wäre ja gleich auf dem Bauch gelegen, wenn der auf die Gerade hinunterfährt. Ne. Und insofern braucht man natürlich auch höhere Steifigkeit, ist klar. War das für die Fahrer dann ein großer Umstieg? Ist das Ground-Effekt, dass man einfach in den schnellen Kurven, übertrieben gesagt, je schneller man reinfährt, desto mehr Grip hat das? Ich hatte es in der Formel 1 auch schon, bei ATS. Und da ist so eine Schürze immer stecken geblieben, da bin ich nächste Kurve gleich geradeaus gefahren. Okay. Aber ich muss sagen, das war also harmlos im Vergleich zu diesem Fahrzeug. Und hier habe ich alles von Stefan Belloff gelernt, weil Okay. Das war mein Teamkollege in Imola, wo wir das Werksteam geschlagen haben, Entschuldigung. Ja, aber da hat er wirklich aber da hat der Stefan wirklich in minutiöser, stundenlanger Arbeit mir erklärt, wie ich so ein Ground-Effekt-Auto bewegen muss. Weil das normal, wenn du als Fahrer sagst, kann ja nicht gehen, aber es ging doch. Du musst einfach dich überwinden, das zu probieren, auch den Fahrstil ändern und alles und rechtzeitig beschleunigen und in die Kurve den Speed mitnehmen. Also da hat der Stefan echt Mühe gegeben, sonst hätte ich das nie geschafft. Da war ich auch schon immer der Jüngste natürlich. Okay. Aber wenn du es einmal drin hattest, hast du wirklich gedacht, das gibt's ja nicht. Das Ding hat einen Biss gehabt, unbeschreiblich. Und je schneller, umso besser war der Grip. Ne? Okay. Also vom Fahrstil einfach ganz anders. Schnell reinlaufen. Schnell rein, genau. Okay. Mitnehmen den Speed, rechtzeitig dann natürlich mit Turbo. Hat man dann auch mit links gebremst natürlich, dass Okay. Du auch dann wieder auf den Druck hattest natürlich, dass er nicht diesen Turbo-Leck gehabt hat. Okay. Das war schon für mich damals eine Umstellung. Ich war nicht mehr der Jüngste in den 80er Jahren. Ne? Okay. Aber dank Stefan habe ich das natürlich geschafft. Und ich muss eins sagen, wie ich dann zu Porsche kam, da waren dann für mich schon auch 2 Leute nochmal wirklich wie Ziehväter. Einmal der Peter Falk und der Norbert. Ich habe in diesen Jahren so viel gelernt wie in 30 Jahren vorher nicht. Gell? Okay. Wirklich toll. Okay. Ich glaube, weil man auch komplett, oder weil du wahrscheinlich auch komplett in die Entwicklung mit eingebunden bist. Ja, weil die auch schlau waren. Ja, die haben die auch mal in die falsche Richtung arbeiten lassen. Weißt du, früher, wenn ich ein Teamkollege, ein Ronnie Peterson oder Brambilla, die haben alles gewusst. Da war einfach, da bin ich einfach mitgelaufen. Ja. Und hier hat man das scheinbar gemerkt, dass ich nicht so schlau bin wie die anderen. Habe auch mal in die falsche Richtung arbeiten lassen, damit man das merkt. Und da habe ich viel gelernt. Das habt ihr schon super gemacht. Ja, ja, und zwar, es gab ja keine Datenerfassung, wir haben das Thema schon mal gehabt. Insofern war der Fahrer der einzige Sensor, der uns dann berichten konnte, was da passiert. Ne? Und da kam dann so ein bisschen auch die man muss aufpassen, das, was er sagt und das, was er meint. Das ist ein feiner Unterschied. Richtig. Und
wenn man den nur 3 Tage kennt, dann geht es nicht gleich so gut. Ja? Sondern das ist ganz, ganz wichtig. Ne? Ja. Was meint er denn? Ja. Und wenn man sich kennt, dann ist klar. Psychologisch Singer, gell? Ja. Ja, ich finde das toll, weil genau so entsteht auch so ein, ja, so ein Mannschaftsspirit. Und auch, ja, und auch das Ergebnis sieht man ja. Ich meine, das ist, kommen wir zum Thema Familie, gell? Ja, ja, absolut. Wenn da die Chemie, ich hatte ja wirklich andere tolle Konstrukteure, wie ein Gordon Murray oder so, oder ein Robin Hurt, aber das war nie so das Verhältnis, mhm, wie hier zu den Leuten, ob es ein Roland Kusma war oder ob du warst oder Peter Falk oder das war einfach so, war wirklich aus der Wahl der Nähe auch, dann darf man nicht, ja, vergessen, das war halt wirklich, wir haben das 100% gelebt. Toll. Man spürt es auch so auf Augenhöhe, ich glaube auch mit, ja, den Mechanikern, mit den, ja, natürlich, aus, ja, der Werkstatt, ich glaube, das ist einfach, ja, dieser Spirit, ja, dieser Porsche-Spirit. Ja, ja, nee, das war der Mechaniker hat dazugehört. Natürlich. Und wenn der ihm was aufgefallen ist, dann hat, ja, er sich gehört, das, ja, und dann hat man dem zugehört und, ja, hat es geguckt und dann gesagt, nee, komm, schraub das Ding zusammen. Ja. Nee, so war es nicht, der gehört dazu. Mhm. Weil er ist ja dann schlussendlich der Letzte, richtig, der die Schraube anzieht. Richtig. Ne? Richtig. Genau. Ah ja, ist doch, genau, so. Punkt der Vorbereitung, Fahrzeugvorbereitung, das ist ja ganz, ganz wichtig. Jetzt will ich aber auch noch mal eine Frage aufgreifen, die bei der letzten Folge, die ich dir gestellt habe, beim 936. Weil da haben wir ja behandelt, dass mit dem 936 habt ihr ja 1981 ja noch mal gewonnen. 1982 dann mit dem komplett neuen Fahrzeug, neue Ära, neues Reglement. Wann habt ihr denn damit begonnen, dass der 82er Rennsieg überhaupt möglich war? Ach ja, wir haben schon am 1. August. ihr lacht. Da fing das Finanzjahr an. Okay. Da gab es das Budget. Also 81, August. 81, 1. August. Okay. Ja, der Horst Reiter hatte mal ein paar Wochen vorher so für sich ein paar Skizzen gemacht. Wie könnte es denn sein? Aber da ging es erst los. Und da fing er dann mit dem Monocoque an. Dann ging es los mit den Windkanalmodellen. Und da ging es auf breiter Front. Getriebe, Motor natürlich. Der Motor kam ja aus dem ehemaligen Interscope Indy. Okay. Da gab es auch einige Themen. Ja, da musste wieder Gebläse draufgesetzt werden und so weiter. Also es war ein ziemlicher Aufwand. Und da hat man dann, ja, 9 Monate. Dann stand man in Silverstone beim ersten Rennen. Okay. Beeindruckend. Also ja, jetzt im Nachhinein wird einem das so bewusst, was wir alles anders gemacht haben, ja, in der Zeit. Ja, und da ist unglaublich. Ja. Wie hat sich das, weil es gab ja das, ist ja im Prinzip, denke ich, das gleiche Fahrzeug, aber es gab auch ein 956 zur Anfangszeit, ich glaube, bis 1985, bis dann der 962 kam. Ja. Was sind da die Unterschiede? Die Idee war, also 1956 war also das Auto, das Basisauto. Aber wir wollten auch, die IMSA hat ja auch für diese Auto Interesse gehabt. Und wir wollten auch die Autos nach Amerika bringen. Mhm. Wir hatten ja inzwischen eine Menge Kundenauto. Wir haben ja für 83, glaube ich, 12 Kundenauto gebaut. Neben den Werksautos. Alles hier herin. Ja. Und die IMSA hat damals vorgeschrieben, dass die Füße des Fahrers oder die Pedalerie mindestens an Mitte-Vorderachse sein müssen, nicht weiter vorne wie hier. Ja. Da waren die Füße aus Gewichtsverteilung natürlich vorne. Und dann gab es eine Diskussion, eine kleine, was macht man denn? Ein neues Monocoque, ach schon wieder ein neues Mal. Ach nee, da setzen wir einfach die Vorderachse vor. Und dann hat man die Vorderachse nach vorne gesetzt. Dafür wurde der Überhang ein bisschen kürzer. Das war ein Aerodynamikproblem. Also da musste ich mich drum kümmern. Aber gesagt, das kriegen wir schon irgendwie. Und dann war das im Prinzip entstanden. Und da sind wir also dann 84 das erste Mal in IMSA gefahren, in Daytona. Die Andrettis, die sind dann ausgefallen nach ein paar Stunden. Da hat man ein Thema mit dem Getriebe. Und so ist der 62 entstanden. Und dann haben wir für das Jahr drauf gesagt, das ist ja ein Sicherheitsaspekt. Also lasst uns das für die FIA auch übernehmen. Und die FIA hat es dann ein Jahr später auch übernommen ins Gesetz, dass das also so sein muss. Ne? Insofern hat der 62er, der im Prinzip bis auf den Radstand identisch ist, ja, ab da ist alles gleich, hat es sozusagen abgelöst. Dumm, dass es eine neue Nummer gab, aber das war damals kein Thema. Da haben sie gesagt, das machen wir ein bisschen anderes Projekt, also gibt man eine Nummer. Okay. Wow. Ja, und dann eben diese 6 Siege in Folge, das finde ich absolut bemerkenswert. Ja, das, ich glaube, das ist einmalig. Ja, das ist einmalig. Das ist einmalig, ja. Ich wüsste keine Firma, die mehr hintereinander gepackt hat. Also da kann man schon von Dominanz reden in dieser Zeit, in dieser Ära. Ja, es gab ja eine ganze Reihe von Mitbewerbern. Da haben uns natürlich mächtig zunächst interessiert. Mhm. Weil wir wussten, das erste Rennen in Monza war das, glaube ich, das schaffen wir nicht. Mhm. Wir schaffen erst das zweite in Silverstone. Mhm.
Und da hat man natürlich geguckt, was machen die. Da gab es einen March, da gab es einen Ford-Werkseinsatz mit Ludwig und ich weiß nicht, wer da alles fuhr. Ja, dann gab es einen March Ford, was weiß ich, ein Grit und wie die alle hießen. Ja. Und zum Teil waren da ganz namhafte Leute da dahinter gesteckt. Also man musste die schon ernst nehmen. Und haben dann aber sehr schnell gesehen, dass die eigentlich, ja, dass wir unsere Hausaufgaben ganz gut gemacht haben, sagen wir mal so rum. So, jetzt würde ich mal sagen, gehen wir mal ums Auto drumherum, dass du uns vielleicht noch ein paar Details verraten kannst. Gut. So, da sieht man sehr schön diese Le Mans-Version. Ne? Das Langheck ist so lang wie der Heckflügel, während im Gegensatz zum Kurzheck ist das Heck ein Stück kürzer. Und damit gibt es mehr Ground-Effekt, mehr Abtrieb. Das war das ganze Geheimnis. Le Mans braucht man nicht so viel Abtrieb. Insofern ist das also so, aber einen guten Widerstand. Insofern ist das halt dieses Le Mans-Heck oder Langheck. Das war der wesentliche Unterschied daran. Ist die Idee vom 917 übernommen worden? Da kann man sagen, dass das. Weil 1917 gab es ja auch ein Langheck. Ist ja, das der gleiche Effekt? 906 ein Langheck, weil man halt einen guten Widerstand haben wollte. Und im Prinzip ja. Das hat sich dann fortgesetzt, 906 bis in 917 Langhecks. Dann gab es dieses Can-Am-Auto, die 1730, der hatte auch das Le Mans-Heck, damit der Widerstand verbessert wurde. Und so ist es dann auch so ein bisschen eben. Ja, lange Hecks gibt eben wenig Unterdruck, Querschnitt und weniger Widerstand. Das ist der ganze Trick dabei. Und so viel Abtrieb braucht man nicht. Insofern ist man das so gefahren. Kann man von den Topspeeds Unterschiede sagen, Langheck und wenn man mit dem Kurzheck gefahren ist im Vergleich? Könnten bis zu 20 km/h sein. 20 km/h, okay. Ja. Okay. Und mit dem Kurzheck ist man nie in Le Mans gestartet? War das immer klar? War immer Le Mans, mit Ausnahme von, wo die Schikanen dann kamen, ich glaube 89 oder sowas. Da sind wir noch zum Teil mit Langheck gefahren, haben aber gesehen, man könnte eigentlich auch Kurzheck fahren. Und danach war eigentlich klar, man fährt nur Kurzheck. Ja. Stucki, ich würde sagen. Ein Blick noch ins Cockpit, oder? Dass du weißt, was da losgeht. Ja, da schauen wir mal. Ich habe noch ein paar Fragen, habe ich mir aufgeschrieben, weil wir fahren jetzt. Ich habe ja nicht alle Knöpfe betätigt. Ehrlich, um ehrlich zu sein. So. Ja, also ich glaube, was man als Wichtigstes mal sagen müsste, ist, so ein tolles Rennauto aus der Zeit, sophisticated, es wurde gestartet mit dem Original-Zündschlüssel. Okay. Da ist ein Zündschlüssel drin, den wir nachher sehen. Linke Seite. Zweimal drehen, da lief die Spange an. Das war schon klasse. Ne? Dann am Lenkrad, sehr wichtig, einmal der Knopf zum Funken. Und dann der rote Knopf ist dann sogenannt zum Überholen, Overtake. Mhm. Also wenn du mal schnell überholen willst, machst du mal so Overboost. So wie die heute den Flügel aufmachen, hat es hier mehr Leistung gegeben. Das war schon klasse. Ne? Und dann, ja, dann haben wir natürlich das Wichtigste, den Drehzahlmesser. Das ist logisch, das wichtigste Instrument. Und dann drüben haben wir drei Podis. Das ist einmal in der Mitte, das zum Einschalten des Displays, was du sehen willst, Wassertemperatur, Öltemperatur, Öldruck und Ladedruck. Mhm. Und dann links kann man das Mapping verstellen und rechts kann man den Boost verstellen, den Ladedruck verstellen. Gell? Und dann haben wir noch einen normalen Lichtschalter und den Hebel für den Feuerlöscher und einen vernünftigen Sitz und den Schalthebel. Sitz verstellbar, ja, das war für mich wichtig. Ja. Ja. Es gibt einen speziellen Stucksitz, einen gibt es noch, das ist nämlich der, wo der lange Lackel da reinpasst. Okay. Du brauchst dann 5 Kissen, gell? Ja. Und dann dreht dann den Schalthebel. Und was auch toll ist, dass du im Auto wirklich sehr vernünftig ein- und aussteigen kannst. Also es ist, wie ich schon mal gesagt habe, von der Ergonomie her auch wirklich für den Fahrer einfach durchdacht und super gemacht. Gell? Also ich muss sagen, für mich, ich bin jetzt nicht der Größte, klar, aber für mich war das super, super ergonomisch. Ja, Platz en masse gehabt, aber es war auch toll zu sitzen drin. Also, das ist echt schön, gell? Ja. Also ganz im Gegenteil. Und hier rundherum schon toll, gell? Also Schalten war natürlich jetzt ungewohnt, weil es gibt es in den heutigen Rennautos nicht mehr. Es ist alles mit Wippe. Ich finde, deshalb ist nochmal ein zusätzliches Element. Absolut. Man muss aufs Getriebe aufpassen. Richtig. Du musst beim Runterschalten auch Zwischengas geben. Es ist zwar synchronisiert, das ist eine, aber du musst es wirklich betont, vernünftig die Gänge einlegen, damit das Getriebe das auch überlebt, die langen Renndistanzen. Und kuppeln natürlich, das macht halt keiner mehr. Ne? Nein. Also und Zwischengas geben mit Hacke spitz. Also es war schon für einen Fahrer eine Menge Aufgaben, die es heute einfach nicht mehr gibt. Gell? Deswegen kann man sich ja heute mit den ganzen Helferlein viel mehr aufs Fahren konzentrieren. Ja. Deswegen auch die geringen Zeitabstände. Hey. Weil du, aber hier hast der Fahrer ja alles machen müssen. Gell? Nachdenken, wie ist der Öldo, wie ist Wassertemperatur, wie muss ich schalten und alles. Das war schon früher eine Mega-Aufgabe. Gell? Aber auch schön. Top. Gut. Du, machen wir die Tür wieder zu. Haben wir, denke ich, alles abgedeckt. Absolut spannend. Vierte. Bis zum nächsten Mal. So, Stucki, Hand aufs Herz, ehrliche Frage. Was war dein schönster Le Mans-Moment?
Also ganz klar der erste Le Mans Sieg 86. Wie meine Karriere begann, war immer mein größter Wunsch, eines der drei wichtigsten Rennen der Welt zu gewinnen. In die 500, Grand Prix von Monaco oder Le Mans. Und wie ich es dann geschafft habe, mit Derek Bell und Holbert auf dem Podium zu stehen, diese Tausenden von Menschen unter dir, habe ich gesagt, Stucki, der schönste Moment meines Lebens. Gell. Das werde ich nie wieder vergessen. Wahnsinn. Und du hast ja schon so viel gewonnen. Ja, kann man sagen. Ja. Aber das war wirklich absolut herausragend Nummer eins. Wahnsinn. Also mir war es eine Ehre, danke. Mit dir Stucki, ebenfalls. Mit dir Norbert, war mir eine Ehre mit euch durch die Zeit zu gehen. Und wir machen es jetzt auf zur nächsten Station, weil das waren die goldenen 80er Jahre. Jetzt kommen die 90er, seid gespannt, was passiert. Ich mache mich auf, weiter geht's.